Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Und zwar geht es heute um ja einen zweiten Teil einer Reihe so gesehen, was aber nicht wirklich aufeinander aufbaut. Aber wahrscheinlich wisst ihr schon, was ich meine, wenn ihr ja das Thumbnail sowieso gesehen habt, aber wenn ich euch den Titel sage. Und zwar ist das These Broken Stars 2, würde ich jetzt mal betiteln, und zwar mit dem Untertitel Jubilee und Flynn. Das Ganze ist im Carlsen Verlag erschienen, wieder als wunderschönes Hardcover. Hat 494 Seiten und ist geschrieben von Amy Kaufman und Megan Spooner, wieder in Zusammenarbeit. Und auch hier wieder ein wunderschönes Cover, wie ich finde, was auch den Inhalt gut widerspiegelt. Natürlich nichts im Vergleich zu den Originalen, die ich wirklich wunderschön finde. Und auch den zweiten Teil insbesondere im Hinblick auf den Inhalt wirklich sehr gelungen. Mit dem hier kann ich aber auch ganz gut leben. Auf jeden Fall besser als der dritte Teil, der kommt. Da guckt mir Gideon, glaube ich, heißt er da, sehr, sehr merkwürdig. Aber genug zum Cover, erstmal zum Inhalt. Denn ich möchte hierzu gar nicht ganz so viel verraten, denn hinten auf dem Klappentext steht auch nicht ganz so viel drauf. Denn in dem Buch geht es, wie der Untertitel ja schon sagt, um Jubilee und um Flynn. Und die beiden befinden sich auf Avon, ich habe es jetzt immer Avon genannt, auf einem Planeten, wieder in diesem System, wo wir auch schon Lilac und Tarva im ersten Teil begleitet haben. Und ja, Jubilee ist eine sehr, sehr hoch angesehene und dekorierte Kommandantin in der Armee, quasi in der Einheit, die dort für Recht und Ordnung sorgt auf dem Planeten. Und ja, Flynn ist ein Rebell, der dort schon sein ganzes Leben verbracht hat auf Avon oder Avon. Und ja, quasi gegen die Unterdrückung so gesehen der Armee vorgehen möchte. Ja, die beiden begegnen sich, denn Flynn möchte etwas herausfinden, hat etwas gesehen auf dem Planeten und schleicht sich so in das Lager der Rebellen, das Lager der Armee ein, so, und trifft dort auf Jubilee. Und die beiden unterhalten sich irgendwie und dann kommt es, wie es kommen muss, und Jubilee wird von Flynn entführt. Ich glaube, so viel kann ich verraten, das steht, glaube ich, hinten drauf. Genau, sein einziger Ausweg ist, sie gefangen zu nehmen, damit er halt nicht verraten wird. Und ja, er spaziert mit ihr so gesehen durch die Tür, denn ja, nein, das möchte ich jetzt nicht verraten, aber er spaziert auf jeden Fall mit ihr durch die Tür. Und ja, die beiden, ja, das ist sehr schwer, hier nicht so viel zu verraten, weil auf dem Klappentext so wenig draufsteht. Auf jeden Fall lernen die beiden sich irgendwie näher kennen und stehen natürlich eigentlich auf gegenüberliegenden Seiten. Also sie halt als Repräsentantin der Armee und er ein Rebell. Da kann eigentlich nichts Gutes bei rauskommen. Nichtsdestotrotz merken sie, dass sie ja doch irgendwie teilweise auf einer Wellenlänge sind, was sie beide sehr, sehr verunsichert. Und dann geschehen auf dem Planeten sehr, sehr viele ungeklärte Dinge, die auch Jubilee teilweise stocken lassen und innehalten lassen und nachdenken lassen, was da so passiert. Ja, und als die beiden dann in dem Quartier der Rebellen quasi, ja, ankommen, ja, wird Flynn entdeckt, denn eigentlich hatte er gar nicht vor, Jubilee zu entführen. Und dann muss Flynn sich entscheiden. Und wie er sich entscheidet und was dann hier noch alles Grandioses passiert, müsst ihr natürlich wie immer dieser Spruch selbst lesen. Ich kann dazu nicht viel mehr sagen, weil auf dem Klappentext nichts draufsteht. Und ich muss sagen, ich habe das Buch gelesen, ohne überhaupt den Klappentext zu kennen, weil ich einfach wusste, dass mir die Geschichte gefallen wird, weil mir die Geschichte um Lilac und Tarva einfach so gut gefallen hat. Das hier ist etwas ganz anderes von der Thematik her, denn klar, diese Grundstimmung, dass die beiden halt aus ganz verschiedenen Welten sind und irgendwie miteinander klarkommen müssen, das war natürlich beim ersten Teil auch so. Nichtsdestotrotz geht es hier um viel, viel mehr. Um viel mehr als um nur zwei Personen, und das wird in dem Buch auch sehr deutlich klar, und auch im Handeln der Personen wird es klar, dass die beide Kämpfer sind. Erstmal das, und beide für ihre Sache einstehen wollen und vielleicht dann merken, dass es gar nicht unterschiedliche Sachen sind, die sie wollen. Nichtsdestotrotz, wie das Ganze ausgeht irgendwie und was die beiden denn doch verbindet und was sie alles so rausfinden, was dahinter steckt und wie Tarva auch hier in Erscheinung tritt, ja, fand ich grandios gelöst. Mir hat es super gut gefallen. Ich bin einfach nur so durchgeflogen durch die Seiten. Ein sehr, sehr hohes Level an Spannung die ganze Zeit und viel Action. Das war im ersten Teil ja eher weniger so. Hier ist es halt sehr, sehr viel um Aufstände, um Rebellen, um
Krieg, also sehr, sehr düstere Themen. Nichtsdestotrotz fand ich es grandios umgesetzt. Also die beiden haben wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit geliefert. Mir hat es super gut gefallen. Wir erfahren immer die Geschichte von der Sicht von Flynn und auch von Jubilee. Also wir haben immer beide Seiten der Geschichte so gesehen. Und das hat wirklich mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte auch gar nicht so viel verraten, weil, wie gesagt, ich habe das Buch, bin komplett ohne Erwartungen rangegangen und ich wurde mehr als begeistert, überrascht irgendwie. Das Ende war wirklich gut, es kam ein bisschen schnell. Nichtsdestotrotz fand ich die Auflösung gut, ich konnte es nachvollziehen, ich fand es echt sehr, sehr schön und sehr rührend und ja, als dann einmal, ja, na, ich möchte, wie gesagt, nicht zu viel verraten. Deswegen würde ich sagen, ich belasse es dabei. Falls euch der erste Teil gefallen hat, bin ich mir eigentlich sicher, dass euch dieser Teil hier auch gefallen wird, denn mich hat er wirklich umgehauen. 5 Sterne von mir für das Buch. Ich fand es wirklich mega gut. Rein theoretisch wäre es so, dass man das Buch eigenständig lesen kann oder den ersten Teil gelesen zu haben. Nichtsdestotrotz würde ich euch empfehlen, den ersten Teil vorher zu lesen. Zwar werden, also hier wird auf jeden Fall ein Bogen gespannt wieder zum ersten Teil. Das ist ganz klar, auch was nicht nur was die Person antrifft, sondern was die ganze Hintergrundgeschichte betrifft. Und das wird halt im ersten Band sehr, sehr langsam aufgebaut, dass man halt wirklich sehr, sehr viel versteht. Und in dem Teil wird es halt in ein, zwei Sätzen nochmal zusammengefasst. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall empfehlen, Lalek und Tavas Geschichte zuerst zu lesen, weil da verpasst ihr auf jeden Fall was, wenn ihr die noch nicht kennt. Mir hat die wirklich auch sehr, sehr gut gefallen und genauso verhält es sich bei diesem Teil hier. Grandios, auch 5 Sterne, beide Bücher 5 Sterne und ich bin absolut gespannt, was mich im dritten Teil, Gideon und ich habe ihren Namen vergessen, ich weiß es nicht mehr, was mich auf jeden Fall bei den beiden erwartet und ich bin sehr gespannt, kann euch nur sagen, dass mir das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Wie immer, der Link zum Buch in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Ja, ansonsten war es das von mir für das Buch. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen, falls ihr noch überlegt habt, ob ihr euch das Buch kaufen möchtet oder nicht. Ich kann es euch nur empfehlen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und dass wir uns beim nächsten Mal auch ganz schnell wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss!